Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview, Herr Professor Dr. Sauter. Wir haben uns ja schon vor kurzem mal abgestimmt zu den Themen, wie werden wir lernen? Dazu hatten Sie ein Buch geschrieben, jetzt kam auch noch das Buch Workplace Learning. Wie verändert sich das Lernen im Unternehmensumfeld? Und wir haben ja auch noch die Schnittmenge mit dem Thema Lernkultur. Das wäre heute die spannende Sache, wie bringen wir das jetzt zusammen, Ihre vielen Jahre Erfahrung, sowohl im Weiterbildungsbereich als auch in der Lehre und das Corporate Learning Camp. Das ist ja der Aufschlag für heute. Womit wollen wir uns heute im Kern beschäftigen und was sind so Ihre Kernaussagen erstmal, um die wir uns drehen möchten? Ja, Sie haben ja den Bogen gerade von diesen beiden Büchern hier gespannt. Ich möchte deswegen einfach hier mal anfangen. Warum haben wir das erste Buch, John Erdenbeck und ich, zum Thema So werden wir lernen, geschrieben? Wir haben einfach gespürt, dass sich wahnsinnig viel in der Wirtschaft verändert, ob Sie hier Schlagworte wie Enterprise 2.0, Fabrik 4.0, Smart Factory und welche Begriffe es noch gibt, nehmen. Alle diese Begriffe bedeuten, dass in den Unternehmen folgende Veränderungen stattfinden. Einmal geht der Trend ganz klar dahin, dass die Mitarbeiter und Führungskräfte immer mehr selbstorganisiert, eigenverantwortlich in den Unternehmen arbeiten und dass sie dabei zunehmend soziale Medien nutzen in der Kommunikation mit Kollegen, mit Kunden, mit Experten und, was in Kürze immer stärker kommen wird, auch in der Kommunikation mit ihren Computern treten, sodass die Computer immer stärker in die Rolle eines Partners werden. Und unsere Überlegung war einfach, wenn sich die Arbeitswelt derart fundamental verändert, dann muss sich natürlich die Lernwelt entsprechend verändern. Und die Frage war, wie sieht denn die Lernwelt in 10, 15 Jahren aus? Und in 10 bis 15 Jahren werden wir sogenannte humanoide Computer haben. Und als wir begonnen haben, dachte ich, ja, das ist doch schon sehr futuristisch, was wir da machen, fast schon Science Fiction. Bis ich dann vor 2 Wochen in der FAZ einen Artikel über Watson, den neuen Supercomputer von IBM, den es tatsächlich schon gibt, gelesen habe. Und nur so eine kleine Geschichte, die vielleicht kennzeichnet, wie E-Lernen zukünftig aussehen kann. Der Watson wurde eingesetzt mit der Aufgabe, ich muss einen Vortrag halten über die Frage, ist es denn sinnvoll, dass man Jugendlichen online und solche Dinge zur Verfügung stellt. Innerhalb von Sekunden kam eine Rückmeldung, habe 2000 Artikel gescannt, habe daraus die 20 relevanten identifiziert, habe aus diesen Artikeln jetzt ein Kerngerüst an Aussagen, Begründungen herausgezogen und dir einen Vorschlag entwickelt. Und genau das ist das, was wir in 10, 15 Jahren in der Lernwelt wie selbstverständlich nutzen werden. Also Computer, die genau diese Vorarbeiten leisten und quasi dann die Rolle eines Lernpartners für uns übernehmen. Was nicht bedeutet, dass wir dann keine menschlichen Lernpartner mehr benötigen, aber die menschlichen Lernpartner können auf einem deutlich höheren Niveau miteinander kommunizieren. So, und wenn ich da das noch zusammenfassen darf, wenn man hier jetzt die Konsequenz daraus zieht, dann bedeutet dies ja, dass die Lerner immer mehr Möglichkeiten bekommen, selbst organisiert zu lernen. Unsere Lerner sind aber nicht gewohnt, selbst organisiert zu lernen. Sie kommen aus fremdorganisierten Lernsystemen. Und deswegen müssen wir heute unsere Lernsysteme verändern, damit sich die Lernroutinen unserer Mitarbeiter schrittweise auf diese zukünftige Lernwelt hin verändern können. Also ich möchte an der Stelle gern mal einhaken und sozusagen erstmal noch ein Stück zurücktreten, weil mir fehlt da noch so ein bisschen der Wissens- und der Lernbegriff. Weil nur weil Watson jetzt ganz viele Artikel zusammenfasst und einen roten Faden darstellt, hat das für mich jetzt noch nicht so viel mit Wissen zu tun und vor allem nicht mit der Art, was Sie ja beschreiben als Kompetenzen oder Verständnis. Weil was ich herausgelesen habe, ist, dass man Wissen eben genau nicht mehr vermitteln kann, sondern dass es sehr viel mehr darum geht, Lerner dabei zu unterstützen, selbst Wissen aufzubauen, Kompetenzen zu entwickeln, und ich komme da gerne auf Ihr Beispiel von dem Leadership nochmal zurück, insbesondere eben das zu vermitteln, was man nicht in der Theorie, sage ich mal, als Faktenwissen vermittelt, sondern wo man sich beweisen muss, wo viel
ja auch Kompetenz dazu gehört, zum Beispiel zu scheitern oder sich mit Problemen auseinanderzusetzen, die sich nicht ad hoc lösen lassen. Vielleicht können Sie da noch mal was zum Zusammenhang von Wissen und Kompetenzen und Wissensaufbau bei den Lernern sagen, wo da die Unterschiede liegen. Also, wenn ich das vielleicht herleiten darf, wir erleben ja im Moment diese vorher skizzierten technologischen Veränderungen. Die stellen neue Anforderungen an das Lernen, aber gleichzeitig ermöglichen sie auch, dass im Lernprozess jetzt Dinge passieren, die wir früher nicht leisten konnten. Nämlich der Anspruch, die Zielsetzung in den Lernprozessen ändert sich fundamental. Während man sich so in der tradierten betrieblichen Bildungsarbeit damit begnügte, Wissen in Anführungsstrichen gesprochen zu vermitteln und Qualifikation zu ermöglichen, genügt das den heutigen Anforderungen nicht mehr. Unternehmen benötigen Mitarbeiter, die in der Lage sind, ihre Problemstellungen am Arbeitsplatz selbst organisiert und kreativ lösen zu können. Das bezeichnen wir als Kompetenzen. So, wenn ich diesen Paradigmenwechsel in der Zielsetzung vor Augen habe, dann bedeutet dies Folgendes: Wissensaufbau und Qualifizierung sind zwar weiterhin notwendige Voraussetzungen, aber wir begnügen uns nicht damit, die Menschen zu qualifizieren, ein schönes Zertifikat dafür auszustellen und dann zu hoffen, dass das in der Praxis umgesetzt wird. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, die Kompetenzen, wie ich sie definiert habe, kann man schlicht und einfach nicht vermitteln. Man kann übrigens auch Wissen nicht vermitteln, obwohl ich mich selbst manchmal dabei ertappe, von Wissensvermittlung zu sprechen, weil ich kann Ihnen Informationen vermitteln, aber Sie werden die Informationen, die ich Ihnen transportiere, mit Ihrem bereits vorhandenen Wissen, was Sie bei sich abgespeichert haben, verknüpfen und daraus entwickelt sich quasi ein weiterentwickeltes Wissen bei Ihnen. Da jeder Mensch aber unterschiedliche Wissensvorräte mitbringt in den Lernprozess, werden auch unterschiedliche Ergebnisse entstehen. Und bei Kompetenzen ist es noch viel gravierender. Kompetenzen kann man nur aufbauen, indem man selbst organisiert Problemstellungen in der Realität löst. Es gibt keine Möglichkeit, Kompetenzen zu vermitteln. Das muss man sich einfach vor Augen halten und das hat natürlich Konsequenzen für die Lernsysteme. Ich habe in Ihren Artikeln da auch zwei Schlagworte gefunden. Das eine ist eigenverantwortlich, das andere ist selbstorganisiert. Das würde ja an sich bedeuten, ich verschiebe tatsächlich die Verantwortung für den Lernprozess hin zu demjenigen, der lernen möchte und akzeptiere auch, dass er vielleicht Dinge tut, die ich mir vorher nicht so vorgestellt habe. Wie stehen Sie zu dem Punkt? Also Sie haben genau den Paradigmenwechsel beschrieben. Bisher hatten wir Curricula, also irgendwie zentral von Experten vorgegebene Lernziele und man hat versucht, quasi alle Mitarbeiter über einen Kamm zu scheren und anhand dieser Lernziele zu qualifizieren und hat dann gehofft, dass sie das dann auch in der Praxis anwenden können. Zukünftig werden wir selbstorganisierte Lernprozesse haben. Das bedeutet, dass der Mitarbeiter natürlich schon auch seine eigenen Kompetenzziele selbst definiert. Da jeder Mitarbeiter ein differierendes Kompetenzprofil hat gegenüber seinen Kollegen, benötigt natürlich auch jeder Mitarbeiter individuelle persönliche Kompetenzziele. Folglich brauchen wir ein Lernkonzept, das es ihm ermöglicht, erst einmal die Möglichkeiten der Kompetenzentwicklung bei sich selbst festzustellen, daraus Kompetenzziele abzuleiten und dann auch seinen Lernprozess selbst zu organisieren. Was in der Konsequenz bedeutet, Lernen findet nicht mehr dann statt, wenn irgendeine zentrale Bildungsabteilung Seminare anbietet oder E-Learning ins Netz stellt, also Web-based Training ins Netz stellt, sondern Lernen findet dann statt, wenn ich eine Problemstellung habe und beim Lösen dieser Problemstellung werde ich dann meine Kompetenzen aufbauen. Das geschieht natürlich nicht im luftleeren Raum und das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zu den MOOCs, diesem Massive Open Online Courses, die im Hochschulbereich zurzeit so viel Furore machen. In der betrieblichen Bildung gibt es immer eine klare Strategieorientierung. Betriebliche Bildung dient dazu, die strategischen Ziele einer Unternehmung in der Realität umzusetzen. Deswegen wird der Mitarbeiter seine Kompetenzziele nicht für sich ganz allein definieren,
dominieren, sondern er wird sich dann natürlich dabei mit seiner Führungskraft, mit Lernpartnern entsprechend abstimmen und wird dabei natürlich mit einzubeziehen haben, was erwartet die Unternehmung denn von mir an meinem Arbeitsplatz, in meinen Prozessen. Ich möchte an der Stelle gerne mal ein bisschen was dagegen stellen, denn was mir einleuchtet, ist ihr Credo, Arbeiten und Lernen müssen wieder zusammenwachsen. Das verstehe ich auch vor allem im Bereich der betrieblichen Bildung, was Sie erläutern mit, das, was sozusagen vermittelt wird, muss zu den Unternehmenszielen passen. Wo ich aber noch ein Verständnisproblem habe an der jetzigen Stelle, ist zu sagen, ja, es gibt ein Learning on Demand, wo der Mitarbeiter kurzfristig entscheidet, was muss er denn aufbauen, um bestimmte Probleme zu lösen. Aber eigentlich braucht es doch auch einen Bereich für Bildung, der sozusagen sehr viel längerfristig, vielleicht in festen Curricula, die Persönlichkeitsbildung oder die Rahmensetzung für diese Entwicklung gestaltet. Das heißt, müssen wir denn wirklich jetzt polartig umschwenken von fixen Curricula hin zu Learning on Demand, oder kann es nicht auch ein guter Dualismus sein, wie ich ihn in einer Ihrer Curriculumsvorschläge gesehen habe? Also eine Kombination aus Learning on Demand und feststehenden Curricula, die eher der Persönlichkeitsbildung, der Metakognition dienen? Im Prinzip stimme ich Ihnen zu, der große Unterschied liegt in dem Zugang zu dem Lernprozess. Bisher im tradierten Bildungssystem wurde ein schönes Seminardesign gestaltet und man hat dann versucht, mit verschiedenen Übungen die Gruppe mit 20 Teilnehmern auf ein bestimmtes Ziel hin zu entwickeln. Was niemals gelingen kann, weil die Menschen extrem unterschiedlich lernen. Ich weise nur darauf hin, die Lerngeschwindigkeit junger Erwachsener differiert mit dem Faktor 1:9. Und diese berühmten Erfolgsquoten, die Kirkpatrick festgestellt hat, mit 7-8% Umsetzungsquote in der Praxis, deuten auch darauf hin. Beim Kompetenzlernen ist aber der Zugang ein anderer. Das heißt, der Ansatzpunkt ist der individuelle Lerner. Ich stelle die Frage, welche Kompetenzen benötigt der individuelle Lerner? Und da spielt natürlich der Begriff Bildung eine zentrale Rolle. Wir arbeiten mit einem Kompetenzmodell von Erpenbeck und Rosenstiel, wo zum Beispiel der persönliche Bereich, die persönliche Kompetenz hier einen Großteil der Kompetenzen ausmacht. Und wir versuchen jetzt quasi von Kompetenzbegriff auszugehen, hier Kompetenzen aufzubauen, werden aber dann, und da stimme ich Ihnen mit dem Dualismus zu, irgendwann die Frage stellen, wenn jemand bestimmte Kompetenzen entwickeln soll, was benötigt er dafür für ein Wissen, welche Qualifikation sollte er vorab erworben haben, damit er diese Kompetenzen aufbauen kann. Und aus dem Kompetenzentwicklungsprozess heraus greift der Lerner dann je nach seinem Bedarf auf diese Wissensmodule oder auch Qualifizierungsangebote zu. Deswegen werden wir nicht jetzt von einer Lernlandschaft weiß in die schwarze Lernlandschaft rüberspringen, sondern es wird natürlich ein harmonischer Übergangsprozess sein und wir werden Elemente der bisherigen Lernsysteme noch sehr lange auch in den innovativen Lernsystemen nutzen. Aber kann das, was Sie beschreiben, nicht eigentlich gerade die Struktur sein, um das Kompetenzlernen zu fördern? Also ich beziehe mich jetzt mal auf das Prinzip der Verbindlichkeit, das Sie auch benennen, dass ich in bestimmten Curricula lerne, wie kann ich denn reflektieren, wie kann ich denn mit anderen meine Erfahrungen auf eine Art und Weise teilen, dass wir gut voneinander lernen und sozusagen auf diese Art und Weise zusammenkommt das Kompetenzlernen on demand und das Schaffen von Verbindlichkeit und das Einüben einer Verbindlichkeitskultur in klassischen Curricula, in, sage ich mal, geschützten Settings. Im Endeffekt sind wir genauso vorgegangen. Wir wissen ja, dass wir alle, da müssen wir uns selbst mit einschließen, über Jahrzehnte Lernroutinen aufgebaut haben in überwiegend fremdorganisierten Lernsystemen. Und es wäre naiv zu glauben, dass wir diese Lernroutinen schlagartig verändern können.
Deswegen empfehlen wir zum Beispiel auch, den Wandel von fremdorganisierten Lernsystemen zu selbstorganisierten Lernsystemen schrittweise zu machen. Ein Beispiel will ich hier mal kurz skizzieren, welches wir bei Siemens sehr erfolgreich unter anderem umgesetzt haben. Wir haben eine Entwicklungsmaßnahme für Führungskräfte gestaltet, die über ein Jahr ging. Und weil wir Sorge hatten, dass wir, wenn wir zu viel Selbstorganisation jetzt fordern würden, hier die Lerner vielleicht überfordert wären, haben wir einen abgegrenzten Bereich für selbstorganisiertes Lernen definiert. Das heißt, wir haben ein Blended Learning Konzept gestaltet, welches noch nach einem Curriculum hier gestaltet worden ist, wo wir sichergestellt haben, dass das vom Unternehmen gewünschte Fachwissen und die Qualifikation vermittelt wird, haben aber von den Lernern gefordert oder verlangt, dass jeder sein eigenes, persönliches, herausforderndes Praxisprojekt mitbringt. Und im Rahmen dieses Praxisprojektes haben wir genau diesen innovativen, selbstorganisierten Lernprozess dann initiiert, ausgehend von Kompetenzmessungen über selbstverantwortliche Zielplanung, Organisation des Lernprozesses und haben dann über Lerntagebücher und Wikis das Erfahrungswissen, was in diesem Bereich stattgefunden hat, in den Kurs dann übertragen. Und das war für uns auch eine ganz interessante Erfahrung. Am Anfang haben wir in den monatlichen Treffen, die wir hatten in einem Workshop, mussten wir zunächst immer über die Web-based Trainings, also über das formelle Wissen diskutieren. Und innerhalb kurzer Zeit, so nach 2 Monaten etwas, kippte die Situation. Das heißt, es rückten immer mehr die Fragestellungen aus den Projekten in den Vordergrund. Wie können wir diese Problemstellung lösen? Und nach einigen Jahren hat sich das auch vollkommen verändert. Während wir am Anfang noch vorgegeben haben, also in den ersten 4 Wochen lernt ihr jetzt bitte Kapitel 1 und 2 im BBT, haben wir das irgendwann vollkommen sein gelassen und haben mit den Teilnehmern vereinbart, wenn ihr euer Problem bearbeitet und ihr benötigt quasi Fachwissen als Input, dann habt ihr im Hintergrund eure Web-based Training stehen und ihr könnt darauf zugreifen. Also das hat sich hier in dem Projekt auch gezeigt, dass solche kontinuierlichen Entwicklungsprozesse wahrscheinlich sinnvoller sind, weil sie die Teilnehmer dort abholen, wo sie herkommen. Wir beide verwenden ja gerne den Begriff der Lernkultur. Für mich wäre das jetzt so dieser Übergang auch zu sagen, die Formate, die Sie in den Curricula verwenden, also beispielsweise eben Projekttagebücher, teilweise Peer-Group-Arbeit, in der über Erfahrungen gesprochen wird, sind ja schon die ersten Indizien für eine veränderte Lernkultur, die sich eben, wie Sie sagen, kontinuierlich in der Mitte bewegt. Jetzt ist meine Frage in diese Richtung, für wen eignet sich denn eigentlich dieser starke Fokus von Workplace Learning oder auch teilweise Lernen aus den Projekten? Denn von Unternehmensberatungen kennen wir das schon sehr lange. Also Boston Consulting Group wirbt damit, dass sie ihre Berater in den Projekten ausbilden an den direkten Fällen. Jetzt weiß man aber auch, was für ein hohes Kompetenzniveau oder zumindest intellektuelles Niveau diese Berater haben. Für wen eignen sich jetzt diese Lernformen? Weil für den Mitarbeiter am Fließband stelle ich mir das gerade sehr schwierig vor. Das sehe ich nicht so. Für jeden eignet sich Kompetenzlernen. Wir sind ja eigentlich in der skurrilen Situation, dass es diese Art von Lernen, die wir mit dem Begriff Lernen subsumieren, sprich schulisches Lernen, Seminarlernen, Lernen jetzt seit einiger Zeit auch mehr mit E-Learning und so weiter, diese Art von Lernen gibt es ja erst seit rund 150, maximal 200 Jahren. Bis dahin haben die Menschen gelernt, indem sie etwas getan haben, indem sie neben dem Meister standen und mit ihm zusammen gearbeitet haben und im Laufe der Zeit dann gelernt haben, Problemstellungen hier in der Werkstatt selbst lösen zu können. Und im Zuge des Taylorismus haben wir dann angefangen, ganz sauber unsere Welten zu teilen. Hier die Arbeitswelt im Unternehmen, hier die Lernwelt in einem schönen Hotel und hier dann noch die Freizeit. Und was wir jetzt erleben, auch natürlich unterstützt durch die neuen Medien, ist das Zusammenwachsen dieser Welten. Und zu Ihrer ersten Einlassung,
Kompetenzen benötigt jeder Mensch, auch der Fließbandarbeiter benötigt Kompetenzen, nämlich Kompetenzen im Sinne eine Problemstellung, und das sind jetzt vielleicht aus unserer vielleicht abgehobenen Sicht etwas einfache Problemstellungen, aber es sind auch Problemstellungen, die zu lösen sind. Und auch am Fließband kann man Fehler machen, man muss auf Qualität achten, man muss irgendwelche Zeitvorgaben einhalten. Und dieses Umgehen mit den Problemstellungen am Arbeitsplatz erfordert bereits Kompetenzen. Deswegen ist meine ganz klare These, Kompetenzen benötigt man auf allen Ebenen oder Anspruchsebenen, die wir uns vorstellen können. Ich glaube, das stellt ja auch niemand in Frage. Die Frage ist nur, wie wird gelernt in den verschiedenen Bereichen? Denn vom Berater erwarte ich eben genau dieses Selbstorganisierte. Er wählt aus, welche Methoden und welche Mittel für ihn richtig sind, um einen gewissen Inhalt zu lernen. Von dem Mitarbeiter am Band erwarte ich das normalerweise nicht, sondern ich muss ihm mehr Hilfestellungen geben. Ich merke, ich habe mich da unklar ausgedrückt an der Stelle. Okay, wir sprechen hier so in Anlehnung an Rolf Arnold von der Ermöglichungsdidaktik. Das heißt, was wir immer stärker versuchen umzusetzen, ist einen Ermöglichungsrahmen, einen Lernrahmen für die Mitarbeiter zu schaffen, wo sie Instrumente bekommen, um ihren Lernprozess individuell zu organisieren, wo sie alle Kommunikationsmöglichkeiten mit Lernpartnern, Experten, Lernbegleitern haben, wo sie das ganze inhaltliche Angebot, das kann hingehen bis zu Seminarangeboten, finden und wo sie auch immer wieder Rückmeldung von dem System oder von Partnern bekommen. Und je nachdem, wie eng oder weit man diesen Lernrahmen hier fasst, kann natürlich der Mitarbeiter auch offener seine Lernprozesse gestalten. Und da stimme ich Ihnen zu, wenn ich jetzt den Arbeiter am Fließband habe, dann wird dieser Lernrahmen wahrscheinlich ein sehr enger Rahmen sein. Aber trotzdem werde ich dem auch diesem Arbeiter die Möglichkeit bieten müssen, wenn er Kompetenzen aufbaut, dass er selbst organisiert beim Lösen von realen Aufgabenstellungen am Fließband seine Kompetenzen entwickelt und immer dann, wenn es nötig ist, auf diesen Angebot im Lernrahmen zugreift. Dass ich das dann durch Lernpartnerschaften, durch Lernbegleiter noch unterstützen muss, mal mehr oder weniger, je nachdem, welche Reife, sage ich mal so in Anführungsstrichen, die Lerner haben, das ist klar. Aber ich kann auf diesem Wege dann auch schrittweise vorgehen und den Lernrahmen immer wieder ein bisschen mehr hier öffnen und dem Lerner mehr Spielraum geben, je mehr er sich jetzt weiterentwickelt. Ich bin Ihnen sehr dankbar für den Verweis auf Rolf Arnold, denn das ist für mich jetzt der Brückenschlag zum einen zu dem Buch, das es ja gerade neu gibt, Wissen ist keine Kompetenz, und zum anderen ist es für mich sozusagen zu der abschließenden Frage auch der Brückenschlag zum Thema der Lernkultur. Wenn Lernen und Arbeiten zusammengehören, sollten sich doch eigentlich die Unternehmenskultur und die Lernkultur gegenseitig unterstützen oder zumindest zusammenpassen in dem Sinne, dass klar ist, nach welchen Prinzipien erfolgt das Lernen, das Arbeiten und wie werden Entscheidungen getroffen. Vielleicht können wir den Bogen so noch schließen, dass Sie nochmal mit einem Kommentar zum Zusammenhang von Unternehmens- und Lernkultur die Diskussion eröffnen, die wir dann auf dem CLC fortführen können. Also, Sie haben da schön beschrieben, wobei ich da eine kleine andere Nuance reinbringen würde. Für mich ist die Lernkultur nicht von der Unternehmenskultur zu trennen. Ich will es mal an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn Sie ein Unternehmen haben, das streng hierarchisch geführt wird, wo der Vorgesetzte dem Untergebenen Anweisungen gibt, dann werden Sie sich sehr schwer tun, eine Lernkultur, wie wir sie gerade eben diskutiert haben, einzuführen. Das heißt, beide müssen korrespondieren, und die Lernkultur ist schlicht und einfach eine Teilkultur der Unternehmenskultur. Insbesondere dann, wenn Arbeiten und Lernen tatsächlich zusammenwachsen, dann können Sie Lern- und Arbeitskultur nicht mehr voneinander trennen. Das heißt also, wenn man solche Lernsysteme einführt, die durch eine hohe Selbstorganisation geprägt sind, kann dies nur in einem permanenten Veränderungsprozess im Unternehmen stattfinden. Das heißt, man muss davon wegkommen, so wie wir das früher gerne gemacht haben, die Lernwelt als isolierte Welt zu sehen, sondern das Lernen, die Kompetenzentwicklung ist integraler Bestandteil der Unternehmensprozesse, orientiert sich an der Unternehmensstrategie und kann sich deswegen nur mit der Unternehmens-
Entwicklung, mit der Unternehmenskultur zusammen in die gleiche Richtung bewegen. Das heißt, beide müssen sich gegenseitig befruchten. Im Idealfall hat sogar die Lernkultur, der Lernbereich eine initiierende Wirkung. Ich stelle mir es eigentlich so vor, zukünftig, dass der Lernbereich letztendlich die Entwicklungen schon etwas vorwegnimmt und die Mitarbeiter auf zukünftige Veränderungen in der Arbeitswelt, in den Arbeitsprozessen rechtzeitig vorbereitet, beziehungsweise ihnen die Möglichkeit gibt, sich selbst organisiert darauf vorzubereiten. Und wenn wir solch eine Lernwelt haben, dann ist diese Trennung zwischen Unternehmens- und Lernwelt vollkommen aufgehoben. Ich freue mich sehr, das ist der Steilpass für das Corporate Learning Camp dieses Jahr. Was ist die passende Lernkultur für die jeweilige Unternehmenskultur? Ich hoffe, Sie bieten dazu eine Session an und ich freue mich sehr auf ein baldiges Wiedersehen in Realo in Frankfurt. Ja, ich freue mich ebenfalls und ganz herzlichen Dank.